in unserem Haus, da wohnen die Pokornis. Eine Familie, das war noch nicht da. Bei ihr, da weiß man nicht, wo hinten und wo vorn ist. Und aber glaubt sie, dass sie schön ist wie die Taylor als Kleopatra. Die Frau ist furchtbar unverträglich. Im ganzen Haus, da hat sie keiner gern. Und darum sage ich, die Leute sind unmöglich. Man kann mit den Pokornis nicht verkehren. Die eine Tochter, haha, was ich gelacht hab, war in Miami in den USA. Man sprach von Heirat schon, doch wie ich es gedacht hab, war sie auf einmal schon nach kurzer Zeit mit einem Negerbaby ja im Haus. Da war das eine Wonne, die Frau Pokorny wollte es uns erklären. Sie sprach, das kriegt man in Miami von der Sonne. Man kann mit den Pokornis nicht verkehren. Bei der Familie wohnt der Onkel Noldi. Im ganzen Haus, da waren wir alle platt. Als uns erzählte die Bedienerin, die Poldi, dass wegen Heiratsschwindel ihn vor einem halben Jahr verhaftet hat. Der Richter sprach, Sie haben 16 Bräute. Nehmen Sie Platz, Sie müssen das erklären. Der Onkel setzte sich und so sitzt er noch heute. Man kann mit den Pokornis nicht verkehren. Das beste Stück von allem ist der Vater. Mit ihm, da habe ich schon oft gelacht. Ich hab per Zufall ihn getroffen im Theater. Er kam auf einen Drink zu mir und blieb die ganze Nacht bis früh um 8. Er hat, ich kann es nicht verhehlen, 2 fesche Söhne, die mich auch begehren. Doch hör ich, dass die 3 das überall erzählen. Man kann mit den Pokornis nicht verkehren. Unsere Gastgeberin Mimi Milano.